Ja, hi Freunde, hier ist euer Wurf. Ich grüße euch ganz herzlich. Leute, wir sind hier bei einem neuen Let's Play. Und zwar ist es nämlich das stark gehypte Game No Man's Sky. Das ist No Man's Sky, Entschuldigung. Wir wollen natürlich auch mal auf diesen, ich nenne es mal Hype Train, aufspringen. Und wollen, ja, hier auch mal schauen, was es denn hier so zu entdecken gibt. Es soll hier eine riesengroße Spielwelt sein. Wir spielen hier, by the way, auch mit dem Xbox-Controller, denn man kann leider nicht die Maus-Sensitivität ändern. Finde ich ein bisschen schade, falls jemand einen Tipp hat, wie man es doch machen kann. Dann kann es mir gerne mal sagen. Ich habe es nämlich hier schon probiert in den Einstellungen. Jetzt, Moment mal. Das gehen wir hier mal kurz mit der Maus steuern hier. Ich habe hier Sensitivity auf 0, aber sie ist trotzdem rasend schnell. Von der Grafik her sind wir eigentlich relativ hoch. Ich hoffe, dass es jetzt auch nicht laggt und dass es jetzt nicht so ressourcenhungrig ist, dieses Game. Weil ich habe schon sehr viel Schlechtes gelesen, beziehungsweise den Ressourcen. Aber Freunde, ich habe mich nicht so wirklich viel mit dem Game beschäftigt. Wir sind hier anscheinend auf einem Planeten mit sauren Regen oder säurehaltigen Regen. Und jetzt muss ich erstmal schauen. Ich weiß, dass ich mein Raumschiff reparieren muss. Und bitte Leute, keine Klugscheißer-Kommentare, sondern wenn ihr helfen wollt, könnt ihr es gerne machen. Aber ich wollte das Ganze natürlich mit euch zusammen entdecken. Und deswegen gehen wir das Ganze auch einfach mal machen. Ups, das war mein Chatpack. Und dann gehen wir einfach mal hier mal schauen. Nichts gefunden. Ah, hier haben wir noch was. Okay, Plutonium. Ich weiß leider noch nicht, für was das genau ist. Aber wir werden es, denke ich mal, noch rausfinden. Hier haben wir noch Trümmer. Atlas-Pass V1 nötig. Okay, sowas haben wir noch nicht. Schildsplitter. Was haben wir denn hier sonst noch? Gegenstand, interagieren. Ah, das ist ein Licht. Okay. Was haben wir hier denn sonst noch so? Beschädigte Maschine. Maschinerie. Okay, drücke Back, um Inventar zu öffnen. Herstellen. 0 von 30 Eisen. Okay. Heridium. Tamium. Ach du Kacke, sind das komplizierte Wörter. Okay, mit A aktivieren. Werden wir mal machen. Planet verlassen. Ein abgestürztes Raumschiff finden zum Interagieren. X gedrückt halten. Hier ist doch unser Raumschiff. Okay, wir schauen mal. Ich weiß jetzt nicht, was es hier mit diesen sauren Regen auf sich hat. Kritisch beschädigt. Okay, Backdrücken, um Inventar zu öffnen. Startschubdüse. Vertikales System. Wichtige Ausrüstung zum Starten und zum Landen. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Aufladen der Schubdüse Plutonium erforderlich ist. Wir haben noch Plutonium bekommen. Für die Startprozeduren sind vor der Aktivierung ausreichend Treibstofflevels nötig. Zum Abheben von Planeten RT gedrückt halten, B gedrückt halten, um Geschwindigkeitsschub während des Flugs zu aktivieren. Diese Technologie ist kritisch beschädigt und wir brauchen Karitplatte, beziehungsweise 4 Stück, beziehungsweise noch 3 Stück. Wir springen mal kurz raus. Okay, hier steht Planet verlassen, Startschubdüse reparieren, Impulsantrieb reparieren, Startschubdüse auftanken. Okay, das werden wir doch gebacken bekommen. Okay, wir haben hier scheinbar gesaved. Freunde, wir laufen einfach mal rum. Hier haben wir scheinbar unser Tool, um unsere Ressourcen hier abzubauen. Was ist denn das hier? Kann ich das schon abbauen? Nein. Ach du Kacke, hier geht's. Hier unten haben wir schon mal Eisen, aber da würde ich jetzt ungern runtergehen. Schauen wir erst, was hier an der Oberfläche so gibt. Kohlenstoff. Isotop. Ah, das rechts hier oben. Ah, ist überhitzt, denke ich mal. Kann es sein? Okay, da haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen Kohlenstoff. Ich weiß noch nicht, für was wir den brauchen. Aber wie gesagt, ich würde das Ganze gerne mit euch entdecken. Oh, scheiße, was ist denn hier los? Hey, 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 hey! Hey, Kollege! Hey, 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 hey! Wir sind überhitzt, wir sind überhitzt! Oh, Titan! Wir haben Titan! Zum Durchsuchen. Neutrino-Modul. Ich habe keinen blassen Dunst. Oh, wir werden jetzt von der Polizei gesucht, glaube ich. Waren das jetzt Polizisten? Scanner kritisch beschädigt. Okay. Reparieren. Kohlenstoff. Oh, wir haben es geschafft. Können wir Apparat zur planetaren Erkundung der nahegelegenen Punkten von Interesse lokalisiert und markiert. Direkt mit dem Gehirn verbunden. Oder falls der Nutzer der... Oh, scheiße, wir müssen weg. Wir müssen weg. Ich konnte es nicht lesen. Ich konnte es nicht lesen. Leute, wir müssen weg. Wir müssen weg. Ach du Scheiße, wir sind halt hier auch ein total ausgedörrten Planet. Oh mein Gott. Freunde, wir müssen weg. Unsere HP gehen runter. Leute, wenn wir ins Raumschiff gehen, sind wir dann ein bisschen safe. Ich probier's. Boost.
Nicht fallen. Schnell ins Raumschiff, schnell ins Raumschiff. Sind wir safe? Unser Raumschiff ist schon beschädigt. Also mehr beschädigen können sie es, glaube ich, nicht mehr. Hier kommen sie schon. Sie schießen tatsächlich auf uns. Ich weiß jetzt nicht, wie wir die wegbekommen. Und wir schießen. Ach du Kacke, kein leichter Start schon. Schieß, was das Zeug hält, Bobbett! Schieß! Ich weiß, das sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Komm her! Oh mein Gott. Okay, Freunde, wir müssen jetzt ein bisschen langsam machen. Wir haben jetzt schon hier ziemlich harten Schaden angerichtet. Oh, neue Technologie entdeckt. Die Granate ist Plasma, verursachen mehr Schaden in der Aufprallzone. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Multiwerkzeuginventar des Nutzers. Eisen, Aluminium, Nickel. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Okay, Wächter sind deaktiviert. Sehr schön. Was haben wir hier? Nochmal Trümmer. Da brauchen wir wieder diesen Atlas-Pass V1. Ich weiß aber noch nicht, was das bedeutet. Okay, jetzt wollen wir hier ein bisschen vorsichtiger sein. Meilenstein. Was für ein Meilenstein haben wir erreicht? Ein Wächter zerstört. Ey, wir haben schon drei zerstört. Ach du Scheiße, Freunde. Wo sind wir denn hier gelandet? Ist alles toxisch. Okay, Eisen. Wir gehen das mal zerstören. Ich hoffe, wir haben jetzt hier wieder keine Probleme. Wir müssen aufpassen, denn unser Booster kann nämlich, soweit ich weiß, auch zu Ende gehen. Und hier runter wollen wir vielleicht auch am Anfang noch nicht. Oh, was ist denn das? Iridium. Silikat. Oh, das ist sehr cool. Da kann man hier gleich richtig Löcher reinbauen. Freunde, es ist auch nicht so ein typisches Game hier mit Kanonen rumballern und so. Es ist wirklich, ja, ich sag mal so ein Game zum Finden, Craften, Farmen und nochmal Farmen, möchte ich mal sagen. Nein, Freunde, was haben wir denn hier? Lebewesen. Es soll hier mehr Lebewesen. Wir können es füttern. Wollen wir es mal füttern? Oh, es ist friendly, Freunde, es ist wirklich friendly. Da war aber noch eines. Das sind eine ganze Menge. Holy shit, Freunde, war das jetzt das gleiche? Wie kann ich das jetzt untersuchen? Kann ich dich untersuchen irgendwie? Wenn ich jetzt hier drücke? Wie konnte ich das jetzt sehen? Auf Start? Ah, hier. Ne, wir haben aber hier nichts. Entdeckungen haben wir gar nichts. Schade. Umbenennen und hochladen. Ach, das ist unser Planet. Den können wir sogar auch noch umbenennen. Was ist das? Interagieren, Silikat. Okay, hier sind eine ganze Menge Tiere. Das ist der gleiche. Oh, der schaut aber nicht friendly aus. Der schaut nicht friendly aus. Okay, wir haben eine Taschenlampe, die können wir ein- und ausschalten. Wir haben jetzt die ganzen Viecher hier gefüttert mit. Oh, was ist denn das hier? Was willst du mir denn zeigen? Wie kann ich euch denn untersuchen? Scanner kritisch beschädigt. Wie kann ich den Scanner reparieren? Ist der Scanner das Multifunktionswerkzeug? Scanner, hier oben haben wir es doch. Wir können es sogar reparieren schon. Und was ist das? Analysevisier. Das hätten wir sogar auch schon. Okay, das heißt, wir können schon mal scannen und analysieren. Was haben wir denn hier? Das war falsch. Bleib mal hier, Kollege. Oh, holy shit. Okay, da wird mir scheinbar alles angezeigt, was wir erstmal abbauen können. Beziehungsweise alles möglich, was eventuell interessant sein könnte. Was ist denn das? Substanz. Zink. Freunde, wir haben Zink gebraucht. Können wir es nochmal aufheben? Nee. Also, wie gesagt, das Game, ich habe mich relativ wenig damit befasst. Wie mache ich denn jetzt eigentlich? Keine aktive Technologie. Analyse läuft. Neue Entdeckung. Voll entwickelt, asymmetrisch, zugänglich.
Okay, wir haben hier schon mal was entdeckt. Ich denke mal, es geht tatsächlich darum. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles entdecken muss, Freunde. Also ich gehe mal schwer davon aus, aber es gibt mehr Tiere wie auf der Erde oder mehr Lebewesen wie auf der Erde. Haben wir zumindest sagen lassen. Ob es jetzt tatsächlich stimmt, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber uns macht hier der saure Regen ein bisschen zu schaffen. Scheiße, ich hätte mich jetzt vielleicht doch nochmal umschauen sollten, sollen. Was wir denn überhaupt brauchen für unser Raumschiff hier oben? Oh, der sucht uns jetzt aber nicht, oder? Ey, Kollege, du machst mir jetzt aber nichts, oder? Er will mir Futter. Können wir das Ding analysieren? Nee, scheinbar nicht. Okay, ich würde jetzt nochmal ganz kurz zurück zu meinem Raumschiff schauen. Und will mal schauen, was wir denn überhaupt alles brauchen. Ich bild mir ein, wir haben Zink gebraucht. Und das... Oh, scheiße, kommen wir hier runter. Schön easy going mit Jetpack. Man kann ja alles upgraden. Man kann wirklich alles upgraden. Das ist sehr, sehr geil. Schau mal, was ist das? Trümmer, können wir die nehmen? Okay, Schadensradius. Plasmawerfer Begleiteinheit. Plasmawerfergranaten verfügen über größeren Aufprallkrater. Der Nutzer wird nach dem Zünden einen größeren zerstörten Bereich bemerken. Es ist ratsam, sich in einem Abstand von der anvisierten Landmasse aufzuhalten, um Schäden an Leib und Leben zu vermeiden. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Multiwerkzeuginventar des Nutzers. Okay, da haben wir schon mal Eisen. Zink bräuchten wir noch, 100. Und dieses Chrysonit. Okay, wir schauen jetzt nochmal kurz, was brauchen wir denn hier? Ach, das hätten wir auch vielleicht hier machen können. Nochmal kurz schauen, Raumschiff. Hier sind wir doch kaputt. Wir bräuchten diese Karitplatte. Da bräuchten wir noch 3 Stück davon. Impulsantrieb, da brauchen wir Herdium. Da war doch oben ganz viel. Auch Karitplatten. Und Zink. Das heißt für uns erstmal, wir gehen jetzt erstmal Herdium, Zink und was war's doch? Scheiße, Leute, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ne? Ach, wir können ja... Ups. Wie kann ich denn den Giftschutz denn wieder machen? Muss ich da in meinen... in den Exo-Anzug? Ist es der hier? Aufladen. Mit Zink, Titano und oder Schildsplitter. Mit was wollen wir aufladen? Ich weiß jetzt vielleicht nicht was. Vielleicht mit Titan? Okay, das war unser Giftschutz. Freunde, wir müssen uns dann ein bisschen beeilen. Kommen wir hoch mit Jetpack? Ich glaub's fast nicht. Komm schon! Kommt schon. Sehr schön. Okay, es hat funktioniert. Freunde, wir müssen ein bisschen Zink sammeln. Wie können wir denn das finden hier? Wenn wir alles vielleicht mal scannen kurz. Und von diesem Berg hier brauchen wir was. Ich weiß jetzt nicht. Ich muss mir erstmal merken, wie diese ganzen Dinge hier heißen, ne? Eisen. Was bist du? Können wir das nicht abbauen? Wir können es nicht nehmen, nicht abbauen. Okay. Das haben wir doch gebraucht, oder? War das Herdium oder wie auch? Oder Heridum? Heridium. Wir müssen wieder aufpassen, nicht, dass uns hier die Space-Polizei wieder erwischt. Einfach hier ein bisschen straight laufen. Wir müssen unser Laser gleich schon wieder fast nachfüllen. Okay, jetzt muss ich erstmal schauen, wie man den denn wieder auflädt. Bergbaustrahl hier. Ah, aufladen mit Plutonium oder Kohlenstoff. Ich denke mal Kohlenstoff... Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube Kohlenstoff gibt es hier mehr auf dem Planeten, ne? Wie irgendwas anderes. Wir sind wieder bei 96%. Wir wollen noch mal kurz ins Inventar, was wir für unser Raumschiff... Also es ist erstmal diese Karitplatten. Ist erstmal nicht so schlimm. Hier haben wir also schon mal einen Haken. Wir bräuchten noch Zink und wir bräuchten noch diese Karitplatten. Zink und Karitplatten. Aber wie schaut denn Zink aus? Ich glaube, das hat jedes Mal eine andere Textur. Kann das sein? Ich glaube, wir müssen auch die ganzen Sachen hier entdecken. Was ist denn das zum Beispiel? Oh, scheiße! Das Ding hat uns gehittet, Freunde. Dann machen wir es jetzt kaputt. Es war Kohlenstoff. Keine aktive Technologie im Multi... Okay. Freunde, ich verstehe es doch nicht ganz. Aber wir sind, wie gesagt, am Lernen. Und wir werden es auch schaffen, ne?
Wie war jetzt nochmal? Das ist mein Chatpack. Moment mal. Ah, so ist es. Okay. Hast du bereits entdeckt? Okay, sehr schön. Analyse läuft. Neue Entdeckung. Aber was? Kohlenstoff ist es wieder. Wir bräuchten aber im Moment relativ wenig Kohlenstoff, sondern diese Karitplatten. Und was war's noch? Karitplatten und Freunde, ich tue mir am Anfang wirklich sehr, sehr schwer mit dem ganzen Merken. Holy shit, was war denn das? Zink. Zink war's. Zink. Oh, Freunde, das ist hier ein Riesending. 200 Units wurden auf dein Konto eingezahlt. 104 Kilo, Freunde. Erwachsen. Oh, er ist friendly geworden. Er ist friendly geworden. Wie schaut er denn aus? Also schon mal sehr geil, dass es wirklich so viele Lebewesen hier gibt. Hier auch. Also jedes Mal, wenn wir das entdecken, bekommen wir auf jeden Fall hier Credits oder was auch immer das ist. Was ist das hier? Können wir das nicht? Ah, das Plutonium. Das brauchen wir aber, glaube ich, auch. Oh, das war auf jeden Fall schon mal ein ordentlicher Boost. Ich weiß nicht, wie gründlich bzw. wie viel wir abbauen müssen. Aber wie gesagt... Okay. Ja, das ist hier ein bisschen schwer hier. Also, ich habe es gesehen. Auf anderen Planeten. Da soll es relativ easy going gewesen sein. Okay, weil wir hier wahrscheinlich unter Dach sind. Was ist das? Oh, fuck, was war das? Hast du... Was hätte mich... Oh, was ist denn das hier? Oh, scheiße. Weg, 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 Moped. Scheiße, wo ist denn das Ding jetzt hin? Wo ist es denn jetzt? Weiß nicht, auf jeden Fall hat es mir hier gerade ein bisschen Damage gemacht. Scheiße, mein Inventar ist voll. Okay, ich weiß, wir können auf jeden Fall unser... Oh, hier ist wieder die Space-Polizei. Und hier ist dieses miese Vieh. Au! Kann ich es nicht kaputt machen? Ich hoffe, das bleibt jetzt erstmal von der Backe so ein bisschen. Ach du Kacke, Freunde, hier gibt es wirklich... massenhaft viel zu entdecken und das Ding verfolgt mich hier die ganze Zeit scheinbar. Wir fangen einfach mal ein bisschen an zu rennen. Was ist denn das hier hinten? Okay, wir können unsere Sachen auch teleportieren, also vom Exo-Anzug in unser Raumschiff, was ich schon mal sehr, sehr cool finde eigentlich. Hier haben wir Plutonium. Ah, ich glaube, so nach der Zeit wird man das schon auf dem Kasten haben, was hier was ist. Aber ich glaube, Plutonium ist sehr, sehr wichtig. Und wir können es scheinbar auch stacken, was ich eigentlich auch sehr nice finde. Bloß, was ist denn das hier? Ja, scheinbar ein ganz normaler Stein. Hier ist ein Fragezeichen hier hinten. Kommen wir hier hoch? Wollen wir es mal probieren? Kohlenstoff. Wir müssen immer kurze Pause machen. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Laser irgendwann ein bisschen ausdauernder sein wird. Ja, ist okay, in Ordnung. Was ist das hier? Kohlenstoff. Nehmen wir auch nochmal mit. Also wie gesagt, sobald wir oder solange wir das Zeug stacken können, ist es vollkommen in Ordnung. Ups, da haben wir vielleicht ein bisschen lange geschossen. Und weiter geht's. Aber hier war irgendwo gerade ein Fragezeichen. Hier hinten. Wollen wir mal hinschauen, was das überhaupt hier ist? Was hat denn das mit dem Schild hier auf sich? Was ist das jetzt hier unten?
Unser Inventar ist voll. Okay, wir müssen erstmal kurz ein paar Sachen ins Inventar. Ich weiß noch nicht anfangs, was wichtig ist oder was nicht wichtig ist. Deswegen einfach mal erstmal alles aufheben. Das Eisen ist vielleicht gar nicht. Das Neutrino-Modell, das können wir doch eigentlich in unser Schiff übertragen. Probieren wir einfach mal. Kohlenstoff braucht man, Schildsplitter braucht man, glaube ich. Ich weiß nicht, Plutonium brauchen wir auch fürs Schiff, glaube ich. Das brauchen wir fürs Schiff. Zink brauchen wir fürs Schiff. Okay, dann sollten wir erstmal wieder ein bisschen Platz haben. Was können wir denn eigentlich hier machen? Technologie installieren. Was ist das? Ausdauersteigerung. Oh, das können wir sogar machen, Freunde. Erschöpfungsdämpfersystem. Der Nutzer kann über längeren Zeitraum rennen. Das System enthält einen schmerzfreien Wirbelsäuleneinstich. Einen Einstich in die Hirnhaut und ein körperliches Chemikalienverteilungsverfahren. Neutralisiert die Blindung. Die Bildung von Milchsäure im Körper des Nutzers in Phasen erhöhter Aktivität. Funktioniert automatisch nach dem Bau in Exoanzug Inventar des Nutzers. Okay. Checkpot! Sehr schön. Was können wir vielleicht noch was lernen? Also, wir haben eine Technologie hier. Gesundheit können wir noch nichts. Schutz auch noch nichts. Okay, sonst können wir noch nichts. Aber wir können auf jeden Fall schon mal etwas länger rennen. Was schon mal sehr, sehr cool ist. Aber wo war denn jetzt hier nochmal dieses Fragezeichen? Hier hinten ist es. Freunde, wir müssen hier hinter. Wir müssen mal schauen, was das überhaupt ist. Beziehungsweise, was das für uns zu sagen hat. Ich weiß halt jetzt nicht, wie weit das weg ist. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob ich das Spiel hier jetzt etwas falsch spiele oder schon ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, ich habe eben nur mitbekommen, dass es hier wirklich hauptsächlich nur ums Entdecken und ins Upcraften geht. Hier steht sogar die Mein Gott, was ist denn das hier? Oh mein Gott, Freunde, das ist awesome. Das ist sogar richtig awesome. Das ist aber nicht so eine Raumstation von diesen Aliens hier, oder? Kohlenstoff. Wir hätten wieder ein bisschen Space im Inventar. Es könnte ja sein, dass wir dort handeln können wieder. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es wäre definitiv möglich. Scheiße. Sollten fast unseren Exo-Anzug nochmal ein bisschen upgraden. Lebenhaltungssysteme. Dafür brauchen wir Kohlenstoff. Also ist Kohlenstoff schon mal sehr, sehr wichtig. Wir gehen jetzt erstmal aufladen. Und wie sieht's aus mit dem Gefahrenschutz? Oh, scheiße, Freunde, da bräuchten wir Titan. Ich kann mir vorstellen, dass Titan sehr schwer zu finden ist oder diese Schildsplitter. Wir schauen einfach mal kurz in dieses Haus rein. Ich hoffe, dass wir es gebacken bekommen. Ein bisschen haben wir noch. Ah, finde ich auf jeden Fall schon mal sehr nett. Die haben sogar hier so ein Riesenradar oder so eine Satellitenschüssel oder was auch immer das ist. Halutal. Was ist das hier? Okay, hier kann ich nichts machen. Hier mal Scheinwerfer. Wo ist hier der Eingang? Wo ist denn der Eingang? Ah, hier können wir irgendwie... Scheiße, Freunde, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das ist hier ziemlich kacke, dass wir hier gerade... Ah, hier kann man speichern. Das ist ziemlich kacke, dass wir jetzt auch gleich auf dem Planeten gelandet sind. Wo hier saurer Regen oder Säureregen runterkommt. Was haben wir hier? Interagieren? Probieren wir mal. Gagnip. Gignip. Gesundheit auf Maximus. Sehr schön. Scheiße, Freunde, wir brauchen Titan. Okay, wir brauchen den Atlas Pass V1. Weiß aber nicht, woher wir die bekommen. Hier haben wir noch eine Kiste. Oh mein Gott, wir haben Plutonium. Nein, wir brauchen aber kein Plutonium, wir brauchen Titan. Können wir hier auch was machen? Nein. Freunde, wir verdrücken uns nach innen. Scheiße, wir sind ziemlich angeschlagen. Nein, komm schon, Moped. Sehr schön. Ey! Okay, sehr schön. Wir müssen nur scheinbar irgendwo mal ein bisschen ins Trockene. Und dann regeneriert sich das auch. Das heißt, es wird eigentlich reichen, wenn wir so einen kleinen Unterschlupf hier finden. Oh, holy shit. Freunde, das sieht awesome aus. Das sieht wirklich awesome aus. Was ist denn das hier?
Multiwerkzeugtechnologieanalyse analysieren. Neue Technologie entdeckt. Strahlfokus Sigma. Schnellerer Bergbaustrahl, Prozess bei ressourcenreichen Materialien. Der Nutzer verfügt über einen schnelleren Elementabbau aus Kristallen, Felsen und planetaren Vegetation. Funktioniert automatisch nach dem Bau Multiwerkzeug-Inventar des Nutzers. Herdium hätten wir sogar, Plutonium hätten wir auch sogar ein bisschen. Wir können es noch nicht bauen. Wir bräuchten 5 Minuten zurück zum Raumschiff. Ah, scheiße, wir kommen hier nicht rein. Hier brauchen wir jetzt wieder so einen Atlaspass, allerdings ein V2. Oh, was ist denn das hier? Vor langer Zeit aus einem fernen System gesendetes Signal erwartet meine Antwort. Über den leeren Eingabefeld sind 3 Zahlen zu sehen. Ich denke, ich weiß, was als nächstes kommt. Okay, 1702, 7001. Moment mal, was haben denn diese Zahlen? Die 1. Oh, Freunde, jetzt wird es natürlich wieder kriminell. 1702, 7021, 0217. 1702. Das muss diese Zahl hier sein, oder? Ich entdecke einen Ort in der ferne Sterne. Signal entdeckt! Beim Anziehen des Viking hat sich verbessern. Oh, sehr schön. Ich habe keinen blassen Dunst, was das jetzt für mich bedeutet. Also wie gesagt, ich bin hier noch absolut am Erkunden, ne? Oh mein Gott, Freunde, wir haben hier was gefunden. Es ist aber eine halbe Stunde weg. Das heißt, wir müssen eine halbe Stunde laufen. Hier kommen wir nicht raus. Ah, scheiße. Aber das ist natürlich richtig geil. Allerdings, wenn wir jetzt wieder rausgehen, wird unser Strahlenanzug wieder ziemlich schnell defekt sein. Oder Exo-Anzug. Können wir vielleicht hier auf die Schnelle irgendwas... Können wir vielleicht irgendwas upgraden, um das hier ein bisschen haltbarer zu machen? Hier haben wir doch eine neue Technologie. Ach, das war mit unserem Laser hier, ne? Multiwerkzeug. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt geht's. Multiwerkzeug. Oh mein Gott, Freunde, wir haben hier schon richtig viel. Was heißt richtig viel? Für den Anfang, denke ich mal. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Könnten wir das machen? Ne, wir bräuchten Plutonium. Jetzt weiß ich auch, warum das Game so lange dauert. Denn man braucht wirklich enorm viele Rohstoffe. Also hier brauche ich Eisen. Eisen ist, glaube ich, das kleinste Problem. Aluminium habe ich noch nicht mal gesehen. Nickel ebenfalls. Zink haben wir auch schon 8 oder 5 oder sowas in der Richtung. Allerdings von 100. Schnellerer Bergbaustrahl. Okay, das... Ach, das haben wir zweimal. Das ist doch... Ist das nicht das Gleiche? Nee, das ist nicht das Gleiche. Das Terrain zu beschleunigen. Okay, wir können definitiv noch nichts machen. Wir brauchen auf jeden Fall von allen Ressourcen so ein bisschen was. Unser Inventar ist aber auch schon ein bisschen voll. Und wir bräuchten diese Ruine. Aber die war eine halbe Stunde weg. Wo war denn die jetzt? Ach, die wird uns hier lila angezeigt. Freunde, das werden wir nicht schaffen, denke ich. Haben wir hier noch was? Plutonium. Das ist schon mal nicht schlecht. Freunde, ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Ich denke mal, wir sollten vielleicht erst unser Raumschiff flott machen. In der Hoffnung, dass wir dann... Leute, was sind das für Geräusche hier? Ach du Kacke, da bekommen wir ja schon fast ein bisschen Angst. Wir müssen mehr entdecken. Und was gibt mir dieses Ding? Ich bräuchte Zink. Kohlenstoff wieder. Wir bräuchten Zink, Freunde. Wo finden wir denn Zink? Wir können halt auch nicht so lange analysieren. Ist auch wieder Kohlenstoff nur. Scheiße. Komm schon, das gibt's doch nicht. Wir dürfen nicht so viel abbauen. Ja, die Wächter drunter sind schon wieder hinter uns her. Ich weiß nicht, ob ich gerade einen Fehler mache oder sowas in der Richtung. Ankunft in 3 Minuten an unserem Schiff.
Wir können aber noch nichts machen, weil uns immer noch Zink fehlt. Okay, wir sind sie erstmal los. Das ist Eisen. Es gibt halt hier so unglaublich viel zu entdecken. Kohlenstoff. Ja, aber wo finden wir denn Zink, Freunde? Ah, ich verstehe es jetzt, glaube ich. Man muss erst alles entdecken, um zu sehen, was für Ressourcen wir daraus bekommen. Aber es sind halt so viele verschiedene Pflanzen, dass man sie gar nicht so recht zuordnen kann. Eisen. Oh, was ist denn das hier hinten, Freunde? Ach, das ist wieder dieses... Wie hieß es jetzt? Oh, Ordium? Radium? Scheiße. Sollte uns vielleicht irgendwo dann schnell unterstellen. Oh, was denn das hier hinten? Auch so eine Art kleine Höhle. Heridium, das war das. Aber das haben wir schon, glaube ich. Hier oben ist Plutonium. Wollen wir das mitnehmen? Ich glaube, das war ganz wichtig. Was ist das hier? Was gibt mir dieses Ding? Kohlenstoff. Mir gibt hier fast alles. Oh, das war doch hier, wo uns dieses Viech angegriffen hat. Kann es sein? Nein, Freunde, das sind richtig neu. Nee, das ist nicht neu. Eisen. Hier sollten wir wieder eigentlich ein bisschen Giftschutz bekommen. Oder regnet es hier rein schon wieder? Hier ist wieder dieses miese Klettervieh. Oh, hier hinten ist eine Höhle, sehe ich gerade. Fliegen einfach drüber. Ich hoffe, dass es klappt. Okay, das heißt, es wird nicht komplett gefahrlos sein. Karitblatt im Inventar herstellen. Auf leeren Platz drücken. Ich werde es mal testen, wenn wir hier in dieser Höhle sind. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen geschützt sind vor den Umwelteinflüssen. Und ich mag das ja nicht so mit dem Controller hier zu drehen. Aber wie gesagt, ich kann halt die Maus-Sensitivität nicht einstellen. In der PC-Version. Und da bin ich leider gezwungen, mit dem Controller zu spielen. Sehr schön. Was haben wir hier? Haben wir bereits entdeckt? Holy shit, was ist denn das alles? Eisen, Eisen, überall Eisen. Was ist denn das für ein Zeug hier? Oh, wir können hier sogar hier durchlaufen. Aber wir kommen hier nicht durch. Ich probiere gleich wieder Bug zu usen. Eisen, eine ganze Menge Eisen. Das nützt uns aber gerade nichts. Wir bräuchten Zink. Und diese Platte. Wollen wir das vielleicht mal kurz testen, ob wir diese Platte machen können? Wo können wir die denn, wenn wir platt machen? Hier ist unser Booster. Das ist auch... Wir könnten das sogar machen. Der Bergbaulaser wird verstärkt, um die Zerstörung des Terrains zu beschleunigen. Achso, wir haben ja Plutonium. Das könnten wir auch machen. Blitzwerfer. Kampffokussierte Waffe. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Aufladen des Geräts isotope Elemente wie Kohlenstoff erforderlich sind. Der Einsatz kann den Tod der anvisierten Entität nach sich ziehen. Okay, Freunde, es ist sehr umfangreich. Es ist wirklich umfangreich. Und sich da erstmal reinzufuchsen, das könnte, glaube ich, etwas schwer werden. Was ist denn das? Phasenstrahler. Ja, wir können ja noch nicht mal fliegen. Also wir müssen uns erstmal darauf fokussieren, tatsächlich unser Raumschiff wieder flott zu bekommen. Was denn das hier? Irgendein Schild? Nee, wir können aber noch nichts machen. Freunde, wir brauchen definitiv Zink und diese komische Platte. Ich weiß bloß nicht, wo wir es herbekommen sollen. Wollen wir in die Höhle hier hinten? Nee, hier waren wir doch gerade. Freunde, hier sieht alles so gleich aus. Aber hier hinten ist irgendwas Blaues. Ja, wir hupfen einfach mal hier hoch.
Was für eine schicke Einöde. Hier unten haben wir nochmal Plutonium. Ankunft in 30 Minuten. Wir könnten es zu Fuß schaffen, aber allerdings wäre es sehr, sehr lange. Aber es muss irgendeine Ruine sein. Wir nehmen hier mal das ganze Plutonium mit. Ich hoffe, wir werden jetzt hier wieder nicht entdeckt von diesem miesen Ding hier. Das fliegt hier hinten rum. Plutonium, habe ich mir gemerkt, ist sehr wichtig scheinbar. Scheiße, Freunde. Wir bräuchten ein bisschen Kohlenstoff auch noch. Was haben wir hier? Haben wir das schon entdeckt? Kohlenstoff, hier haben wir doch was. Und das war schon wieder Eisen. Das Ding hier hinten haben wir doch auch schon entdeckt, oder? Oder ist es schon wieder was anderes? Ne, haben wir schon entdeckt? Das ist wahrscheinlich das gleiche. Ah, zum Füttern. Kohlenstoff. Okay, die fressen scheinbar verschiedene Dinge mal. Teilweise fressen sie Eisen, teilweise Kohlenstoff. Und ich kann mir vorstellen, dass es auf einem anderen Planeten wieder ganz anders wird. Was allerdings auch sehr, sehr schwer wird. Denn man muss sich natürlich dann von Planet zu Planet immer so ein bisschen umgewöhnen. Das blinkt hier so. Vielleicht haben wir das noch nicht entdeckt. Haben wir das nicht gebraucht? Tamium? Nein. Okay, Freunde, wir müssen irgendwas ins Schiff schicken. Kohlenstoff brauchen wir. Eisen brauchen wir nicht unbedingt. Oh, ist cool. Hier haben wir nochmal. Ja, Kohlenstoff ist voll gesteckt scheinbar. Können wir das stacken? Bewegen und stapeln? Ah. Ne, das geht nicht, weil es scheinbar hier schon voll ist. Nahrungsmittel, das bei den Geek extrem beliebt ist. Durch Verzehr können die geschnäbelten Händler... Was? Geschnäbelten Händler über einen längeren Zeitraum angenehme duftendes Gas verströmen. Das Ausstoffen von Geeknipgas wird als eine Kunstform und der wahrhaftigsten Ausdruck der Geek-Seele betrachtet. Oh, es ist 20.000 wert. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir gehen es aber mal übertragen, weil wir es nicht unbedingt hier brauchen. Platin ist wichtig. Plutonium ist wichtig. Titan ist wichtig. Ausdauersteigerung. Okay, das haben wir auch schon alles. Wir probieren es einfach mal mitzunehmen. Wir haben davon 28. Wir müssen uns ein bisschen auch auf unseren Raumanzug konzentrieren. Hier haben wir schon abgebaut. Freunde, wie schaut denn Zink aus? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Karitblatt im Inventar herstellen. Auf den leeren Platz drücken. Ja, aber ich kann sie nicht herstellen. Muss ich es im Raumschiff Inventar machen? Karitplatte, wir haben aber keine. Oder müssen wir es tatsächlich im Exo-Anzug machen? Wenn wir jetzt nochmal was reinschieben. Ja, zum Beispiel das bisschen Kohlenstoff können wir einfach eigentlich mal ins Raumschiff reinlegen. Wenn wir es hier drauf drücken. Eine Karitplatte können wir nicht machen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erst diese Bauteile dafür finden. Wir müssen aber auch ganz dringend zu unserem Raumschiff. Ich habe noch ein bisschen Plutonium. Ich glaube, das ist nie schlecht, immer ein bisschen Plutonium dabei zu haben. Im Game wie im Real Life. Wie weit sind wir denn noch entfernt? Hier unten sind wir schon. Wollen wir mal in die andere Seite gehen? Beziehungsweise in die andere Richtung. Okay, wir chillen uns noch mal kurz ins Flugzeug. Um hier ein bisschen aufzuladen. Okay, unser Giftschutz geht wieder nach oben. Wir können aber hier noch nichts machen. Wir haben keinerlei Technologie, beziehungsweise Technologie, die uns noch nichts nützt hier. Was haben wir hier? Ja, hier ist das Gleiche, diese Bergbaustrahlen. Aber das interessiert mich auch erstmal nicht so. Na, wie gesagt, wichtig ist eben erstmal das Raumschiff wieder gangbar zu machen. Und ich hoffe, das bekommen wir auch gebacken. Wir fliegen mal einfach mal in die Richtung. Was
ist denn das hier? Haben wir schon entdeckt? Wir brauchen Zink. Zink, Zink, Zink. Diese großen haben wir aber noch nicht entdeckt, oder? Ach du Scheiße, ist das riesig. Haben wir auch bereits entdeckt. Es muss auch irgendwelche Steine geben, wo wir... Ob es sind Flugzeuge bzw. Raumschiffe. Könnte eventuell sein, dass es NPCs sind, beziehungsweise es könnte auch sein, dass es hier tatsächliche Spieler sind oder echte Spieler sind. Nicht runterfallen, wir haben nämlich Fall Damage. Was eine schicke Einöde hier. Hier haben wir wieder dieses Tarium. Okay, was auch immer es ist, ich habe es noch nicht oft gefunden. Vielleicht ist es ja wertvoll. Wir werden es auf jeden Fall erstmal behalten, ne? Komm schon, irgendwas. Zink. Wir brauchen Zink. Was ist denn das hier vorne? Meilenstein! Sehr schön. Was haben wir denn geschafft? Okay, 5000 Meter zurückgelegt. Das leuchtet so. Freunde, ich weiß... Flora, Freunde, ich kenne das nicht. Nein, sag bloß, die Dinger tun mich regenerieren so ein bisschen. Also, ich weiß, es sieht wirklich langweilig aus. Es ist wirklich so. Ich habe mir auch einen Stream angeschaut. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeschaut. Aber Freunde, es ist einfach... Der Spaß daran ist tatsächlich, einfach nur in der Gegend rumzulaufen. Gesundheit auf maximal. Und eben Sachen zu finden. Scheiße. Man muss sich halt am Leben halten. Man muss eben Sachen suchen. Man muss Neues entdecken. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer. Weil es einfach enormst groß ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden verschiedene Planeten es gibt. Aber es ist unglaublich. Ich habe noch nie so ein... Noch nie so eine riesige Spielwelt gesehen. Hier hinten hätten wir ein Fragezeichen schon wieder. Das wäre halt hier hinten bei diesen 27 Kilometer. Aber Freunde, das werden wir nicht ganz schaffen, denke ich mal. Hier hinten ist so eine Truhe. Ich weiß nicht, was das für mich bedeutet. Was ist denn das hier? Das haben wir auch noch nicht entdeckt. Oh, Emeril? Nein, ich muss es erst entdecken, oder? Oder ist es dann schon entdeckt? Ich weiß auch nicht, für was es jetzt ist. In Ankunft, 26 Minuten. Wir haben schon ein paar Minuten gut gemacht. Freunde, ich mache heute einen Deal. Wir machen die erste Folge ein bisschen länger, weil sie eben das erste Let's Play ist, beziehungsweise die erste Folge. Und wir gehen es dann... Oh, hier haben wir nochmal. Um uns erstmal auch ein bisschen auszukennen. Dann könnt ihr mir vielleicht ein bisschen... Ja, falls ihr welche Tipps habt oder so, in die Kommentare schreiben. In der Hoffnung, dass ich dann auch vielleicht ein bisschen durchblicke. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr neu. Ich habe mich mit dem Game relativ wenig beschäftigt. Ich wollte halt einfach auch mal spielen oder mal sehen, was sich dahinter versteckt. Fand schon ein bisschen beeindruckend, aber ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen, weil es einfach so unglaublich viel zu lernen gibt. Und zu entdecken. Und da bin ich eigentlich immer nicht so gut da drin. Aber ich habe es mir dann doch angetan und will mir auf jeden Fall Mühe geben. Scheiße, Freunde, wir müssen unseren Anzug auf jeden Fall. Hier hinten ist das. Oh, Ebene von Hulgre? Hulgre? Hulgre! Hulgre! Wir müssen uns um unseren Exo-Anzug kümmern. Kohlenstoff. Wir machen das Ding jetzt mit Kohlenstoff voll. Der Giftschutz sieht doch relativ gut aus. Hier ist die Ankunft bei der Ruine. Hier können wir speichern. Hier ist ein bisschen Loot. Nichts gefunden. Was war das? Plutonium, okay. Plutonium. Komm schon, gib mir doch diese Karitplatte, bitte. Hier haben wir noch was. Abwurfkapsel. Scheiße! Okay, wir müssen... Unser Inventar ist relativ klein. Wollen wir mal diese Schildsplitter ins Auto packen, beziehungsweise ins Raumschiff.
Und das hier, glaube ich, auch. Das brauchen wir vielleicht noch nicht unbedingt. Energiekanister. Aber was bringt uns das? Hier ist eine Flagge. Gegenstand interagieren. Okay, wir lassen mal das Licht an. Da wissen wir dann vielleicht, ob wir speichern. Dann wissen wir vielleicht, ob wir schon mal hier waren oder nicht. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob das so super ist, wenn wir uns so weit vom Raumschiff entfernen. Wir müssen tatsächlich jetzt eine halbe Stunde laufen, in der Hoffnung vielleicht, oder 20 Minuten, in der Hoffnung, dass wir vielleicht unterwegs noch irgendwie Zink oder irgendwas finden. Ich würde ja mit Raumschiff hinfliegen, das Problem dabei ist, es funktioniert nicht. Wir brauchen eben erst diese Sachen, um damit ein bisschen in der Gegend rumzudüsen. Und das ist scheinbar auf diesem Planeten schwieriger als gedacht, denn ein Planet hat tatsächlich die Größe wie die Erde. Also ihr dürft mich gerne korrigieren, falls ich hier Blödsinn erzähle. Aber so hab's ich eben mitbekommen. Ein Planet hat die Größe von der Erde. Und da kann es natürlich schon sehr, sehr schwer werden, irgendwie so ein paar Teile zu finden. Okay, wir müssen uns vielleicht bald irgendwo unterstellen. Ich kann mir vorstellen, dass an dieser Ruine was richtig Geiles gibt. Hier hinten schon wieder ein Fragezeichen. Was ist das hier? Haben wir das noch nicht? Zink! Zink, Zink! Das sieht aus wie so eine Trompetenpflanze, Freunde. Was ist das? Plutonium? Scheiße. Scheiße, Freunde. Wir brauchen Zink, Zink, Zink. Zink ist wirklich wichtig. Finden wir hier vielleicht noch irgendwas? Zink-technisches? Sieht gerade nicht danach aus. Ist das wieder Plutonium? Ja. Unser Inventar ist voll, ne? Scheiße. Energiekanister. Okay, Energiequelle mit höchster erhöhter Kapazität. Sorgt für eine effiziente Energiespeicherung in den Inventaren des Exo-Anzugs. Ey, Kollege, hier halblang machen. Und des Raumschiffs. Kommen in verschiedenes Waffen- und Lebenshaltungssystem zum... Ah, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, dass wir unseren Lebenserhaltung damit aufladen können. Das gehen wir auch mal ins Raumschiff legen. Zink auch. Das brauchen wir hier erstmal nicht. So, dann sollten wir erstmal alles wieder tutti haben. In das Fragezeichen. Das will ich mir definitiv noch holen. Wir müssen uns irgendwo unterstellen. Ich glaube, das geht teilweise schneller runter, als man denkt. Wenn hier hinten eine Höhle ist, werden wir uns vielleicht mal kurz unterstellen. Das scheint hier hinter diesem Berg zu sein. Nicht runterfallen. Also wenn Jetpack schon mal nice gelöst. Hier ist nochmal Plutonium. Was ist denn das hier? Energie? Auch Plutonium. Oh, 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 was war das? Scheiße, Freunde, wir müssen uns unterstellen. Irgendwo. Wir müssen den Unterschlupf finden, ne? Scheiße. Wir müssen uns irgendwo unterstellen. Finden wir irgendwas? Unentdeckt. Okay, wir haben hier irgendeine Kreuzung entdeckt. Das nützt uns aber alles gerade nichts. Wir werden hier bald qualvoll verrecken. Scheiße. Ah, nee, so rum wollen wir. Plutonium. Plutonium. Komm, 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 komm. Plutonium. Hier haben wir sonst nichts mehr. Was ist das? Frachtabwurf. Schildsplitter. Weiter können wir hier nichts machen. Wir müssen weg, wir müssen weg. Wir müssen uns was zum Unterschlupf... Oh mein Gott, hoffentlich ist das Ding hier nicht bösartig. Scheiße, wir müssen irgendwo runter. Unser Strahlenschutz ist fast kaputt, beziehungsweise unser... Toxic Suit. Hier hinten ist eine Höhle. Vielleicht kriegen wir das gebacken. Wir haben es nur noch zur Ruine. 21 Minuten. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hoffe, wir sind in der Höhle ein bisschen geschützt. Oh, scheiße, geht's hier tief runter. Und hier hoch.
denn das hier oben für ein Licht? Oh mein Gott, komm schon, komm schon, komm schon. Trag mich bitte so weit, trag mich so weit. Sehr schön. Scheiße, Freunde, wir sind hier nicht safe. Wir sind hier nicht safe. Und hier ist schon wieder so ein mieses Krabbelvieh. Können wir es upgraden? Wir müssen erstmal hier kurz weggehen, Freunde. Schnell, 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 schnell. Erstmal eine sichere Entfernung ein bisschen. Okay. Okay, wir müssen den Giftschutz. Wir können upgraden mit Titan und Schildsplitter. Wir müssen es leider machen. Ich kann mir vorstellen, dass Titan wirklich sehr, sehr wertvoll ist. Aber sonst wären wir jetzt wahrscheinlich qualvoll gestorben. Ich wollte das Ganze zwar verhindern. Aber ich habe, glaube ich, auch den blödesten Planet gefunden, den man hier finden kann. Was ist das? Kohlenstoff. Okay, und hier hinten sehen wir schon einen neuen Planeten. Und es sieht wirklich cool aus. Es sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Wir können allerdings hier fast ein bisschen spurten. Aber diese Karibplatte, weil es hier unten immer steht. Ich habe das schon probiert, hier auf leeren Platz zu drücken. Aber das funktioniert nicht bei mir. Also ich kann mir vorstellen, dass wir die erst finden müssen. Hier haben wir Eisen. Hier haben wir schon wieder irgendwas Neues. Platin. Kohlenstoff. Können wir das hier... Okay, das ist scheinbar hier nichts. Weiß auch noch nicht ganz, was diese verschiedenen Symbole hier bedeuten. Ich denke mal, dass dieser weiße Blitz auf den roten Hintergrund sowas in der Art für Energie oder sowas ist. So, bereits entdeckt. Wir haben Meilenstein schon wieder erreicht. Wir finden hier ein neues Tier. Kleinkind, vektorisiert, ängstlich. Oh, holy shit, Freunde, ist das heftig. Es ist riesig. Es ist wirklich riesig. Wir gehen einfach mal so weit, wie uns die Beine tragen. Ich kann euch leider, wie gesagt, selbst noch nicht so wirklich viel zu den Games sagen. Ich denke mal, da werden ein oder anderen Pros schon unterwegs sein. Was ist denn das hier unten, ne? Okay, wir haben keine Ausdauer mehr und unser Schild. Scheiße, und viel zu schnell nimmt er hier ab. Ich weiß nicht, ob die Lebenshaltungssysteme schneller runtergehen, wenn ich renne. Kann es sein? Was ist denn das hier? Das haben wir noch nicht analysiert. Sind wir vielleicht noch nicht nah genug dran? Ist das Zink? Nee. Scheiße, immer wieder das gleiche leidige Problem. Was ist denn das hier? Was kriegen wir dafür? Kohlenstoff. Ja, Kohlenstoff können wir noch ein bisschen stacken. Sehr schön. Okay, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß halt jetzt nicht, ob es auch auf dem ganzen Raum oder beziehungsweise in der ganzen, den ganzen Planeten hier nur diesen sauren Regen gibt. Hier hinten hätten wir schon wieder ein Fragezeichen. Ich gehe mir schwer davon aus, dass wir hier wieder... Ist das... Was war das? Zink? Scheiße. Freunde, wir brauchen diesen Zink. Wir brauchen Zink. Wir brauchen Zink. Titan. Ab ins Raumschiff. Eisen. Scheiße, wir haben nicht mal mehr Platz im Schiffsinventar. Wir brauchen aber Zink. Wir könnten aber den Zink eventuell ins Schiffsinventar legen. Der stackt sich dann höchstwahrscheinlich. Haben wir denn noch irgendwas? Hier war doch irgendwo dieses Fragezeichen. Hier hinten ist es. Eisen. Ankunft in 30 Sekunden ungefähr.
das hier unten? Die haben wir schon entdeckt. Scheiße, und da haben wir schon wieder das Problem. Wir haben irgendeine Kreuzung entdeckt. Kommen wir hier hoch? Sehr schön. Fragezeichen, wo bist du hin? Hier hinten ist es. Hier. Oh, wir haben eine Raumkapsel gefunden, ne? Wir können es hier unterstellen. Das besser kann es ja gar nicht treffen. Scheiße. Was macht man jetzt? Können wir hier rein? Irgendwie? Gibt es hier einen Eingang? Hier ist was. Oh, was ist denn das, Freunde? Anzug-Upgrade. Sehr schön. Okay, wir können hier scheinbar irgendwas upgraden. Freunde, ich denke, wir werden es nicht schaffen, dass wir heute tatsächlich noch diese 20 Minuten laufen können. Ich hätte mal gesagt, wir lassen es erstmal von dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls ihr mehr sehen wollt, abonniert den Channel. Falls ihr Tipps oder Tricks vielleicht für mich habt, dann könnt ihr mir natürlich die auch in die Kommentare schreiben. Oder könnt mir vielleicht auch mal sagen, wo ich diese blöde Karitplatte herbekomme. Oder wie ich sie zumindest crafte. Oder ob ich alles richtig gemacht habe oder nicht. In dem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis dahin, macht's gut. Euer Wofa. Ciao, ciao.